Die Menschen wären zu dummen Wesen und er wird der Klügste auf Erden im Jahr 2505. Der Film spielt im Jahr 2505 und zu Beginn des Films wird erzählt, dass die menschliche Evolution an ihrem Wendepunkt steht. Die meisten Science-Fiction-Theorien sagen voraus, dass die Menschen in der Zukunft fortschrittlicher und intelligenter sind. Aber da die Menschen bereits an der Spitze der Nahrungskette stehen, nimmt die Entwicklung eine Wendung zum Schlechteren. Unter solchen Bedingungen werden die Menschen mit der Zeit immer dümmer. Der US-Army-Bibliothekar Capel Joe Bowers wird von seinem Vorgesetzten angesprochen und ihm vorgeschlagen, an einem wichtigen Experiment teilzunehmen. Joe, der eigentlich bis zu seiner Pensionierung Bibliothekar bleiben wollte, ist verärgert, aber er muss den Befehlen folgen. Dann werden wir zu einem privaten Treffen zwischen einigen hochrangigen Militärbeamten gebracht. General Collins stellt seine Idee den anderen Offizieren vor. Er sagt, dass die Wissenschaftler eine menschliche Hibernationskapsel erfunden haben, die Menschen für eine unbestimmte Zeit konservieren kann. So können die Menschen ihre besten Männer in ihrer Blütezeit konservieren und sie in der Not wiedererleben. Sie haben Joe für das erste Testexperiment ausgewählt, weil er durchschnittlich Militär ist und keine unmittelbare Familie hat. Außerdem brauchen sie eine Frau für das Experiment. Aber Militär gab es keine, die perfekt passte dafür. Daher wählt Collins eine Prostituierte namens Rita aus. Er zeigt den Offizieren Bilder von ihnen und Ritas Managerin, aber das ist allen im Raum unangenehm. Er beendet die Präsentation mit der Ankündigung, dass die Versuchspersonen morgen in die Kapsel gesteckt werden und das Experiment ein Jahr lang andauern wird. Da es sich um ein extrem geheimes Experiment handelte, dürfen die im Raum anwesenden Beamten die Information nicht weitergeben. Am nächsten Tag sitzen Joe und Rita zusammen in einem Warteraum. Joe stellt sich vor und fragt Rita, aus welchem Sektor sie kam. Um nicht zu verraten, dass er eine Prostituierte ist, sagt Rita, dass er eine Malerin ist. Dann werden beide an eine Infusion angeschlossen und in zwei menschliche Hibernationskapseln gesteckt. Rita flippt aus und versucht aufzustehen, aber Joe versichert ihr, dass die Wissenschaftler wissen, was sie tun. Er sagt ihr, dass sie nur ein Jahr lang in der Kapsel sein werden und dass es völlig in Ordnung ist. Endlich sind die beiden in der Kapsel eingeschlossen. Die Dinge begonnen jedoch schief zu laufen, als Officer Collins als Teil eines versuchten Prostituiertenrings verhaftet wird. Zusammen mit ihm wird auch Upgrade verhaftet, weil er der Boss des Prostituiertenrings ist. Daher ist nun niemand mehr da, der sich über die Überwinterungskapseln kümmert. Aufgrund des Skandals wird der Militärbasis geschlossen und das Gebäude, in dem sich die Kapseln befinden, abgerissen. Joe und Rita schlummern in der Kammer, während die Jahre vergehen. Obwohl es für die beiden schlecht aussieht, ist es für die Menschheit noch schlimmer. Die Menschen beginnen sich in erschreckendem Tempo zu dümmern. Das Diagramm der durchschnittlichen Intelligenz geht mit der Zeit bergab. Manche Menschen haben große Hoffnung, dass Gentechnik und Wissenschaft diesen Trend der Evolution korrigieren könnte. Aber die klügsten Wissenschaftler der Welt konzentrieren sich auf dumme Experimente mit dem Versuch, Haarausfall oder verlängerte Erektionen rückgängig zu machen. In anderen Worten, sie tun Gottes Werk. In der Zwischenzeit explodiert die Bevölkerung und die Intelligenz nimmt bis zum Jahr 2505 weiter ab. In all diesen Jahren sind die Menschen nicht in der Lage, grundlegend menschliche Probleme wie die Müllentsorgung zu lösen. So stapelt sich der Müll seit Jahrhunderten ohne jeglichen Plan. So entsteht auch die große Mülllawine von 2505. Und eines Tages führt ein gewaltiger Müllbergsturz dazu, dass Joes Überwinterungskapsel in einem beliebigen Haus landet. Joe steigt schwindelig und verwirrt aus der Kapsel. Die Personen in dem Haus heißt Frito Pendoyo. Frito ignoriert den Müllhaufen und den Fremden in seinem Haus völlig und sieht sich weiterhin seltsame Sendungen im Fernseher an. Der Rahmen ist mit Werbung übersät und die Show besteht ausschließlich aus einem Typen, der in die Eier getreten wird. Das ist ehrlich gesagt intelligenter als Keep Up with the Kardashians. Er steht nur auf, um Joe zu bitten, keinen Lärm zu machen. Wir sehen, dass seine Couch auch seine Toilette, damit er nicht aufstehen muss. Immer wieder schmeißt er Joe dann aus dem Fenster. Die Außenwelt erscheint Joe verwirrend und er sagt sich, dass sich nur in einem Jahr so viel verändert hat. Aber er ahnt nicht, dass er im Jahr 2505 angekommen ist. Er sieht eine Gruppe von Menschen am Straßenrand, die sich im Slang und Grunzen unterhalten. Joe kann sie zwar verstehen, aber wenn er wie ein normaler Mensch spricht, beschimpfen sie ihn und jagen ihn weg. Der verwirrte Joe fühlt sich außerdem schwindelig und beschließt, in ein nahegelegenes Krankenhaus zu gehen. Dort geht er zur Rezeption und sagt der Empfangsdame, dass er von der Armee kommt. Die Frau versteht nicht und drückt nur auf einen der vielen Knöpfe auf dem Schreibtisch. Eine Stimme fordert Joe auf, sich in den Diagnosebereich auf der rechten Seite zu begeben. Verwirrt geht er zu einem Wasserbrunnen, um etwas zu trinken, aber statt Wasser
gibt es einen Energy Drinks namens Brando. Als Joe einen Passanten fragt, wo er Wasser trinken kann, lacht der Mann ihn aus, weil er etwas trinken will, aber sie für die Toilette benutzen. Dann geht er in den Diagnosebereich, wo er sich Stöpsel in den Mund, das Ohr und den Anus stecken muss. Die medizinische Fachkraft verwechselt die Stöpsel, die er bereits in diesen Bereichen eingesetzt hat. Ein angewiderter Joe schließt die Prozedur ab und wird zum Arzt geschickt. Während er wartet, sieht er auf einer Zeitschrift das Datum 2505. Aber hält es für einen Denkfehler. Der Arzt trifft ein und beantwortet die Fragen von Joe zu seinem Gesundheit im Ausdrücken Arschtritt. Außerdem erklärt er Joe für Behinderte und verlangt von ihm eine Gebühr von 5 Milliarden Dollar. In diesem Moment bemerkt Joe, dass auf der Rechnung 2505 steht. Endlich begreift er, dass er sich tatsächlich seit 500 Jahren in der Kapsel befindet. Joe kann es fast nicht glauben und geht zum Fenster, wo er überrascht den aktuellen Zustand der Stadt sieht. Währenddessen flippt der Arzt aus, weil Joe kein Bürgertattoo am Handgelenk hat. Joe gerät in Panik und rennt aus dem Krankenhaus weg, während der Arzt ihm die Polizei auf den Hals setzt, weil er seine Rechnung nicht bezahlt hat. Eine Stimme erzählt, dass Joe in einer Welt aufgewacht ist, die sich in einer Krise befindet. Die Wirtschaft befindet sich in einer tiefen Krise, eine große Staubwolke hat alle Lebensmittelvorräte vernichtet und der beste Film des Landes heißt Ass. Er sieht sich den Film an, den er einen Haufen Oscars gewonnen hat, unter anderem für das beste Drehbuch, und starrt nachts 90 Minuten lang auf den Hintern von jemandem. Er wird verhaftet, weil er nicht identifizierbar ist, und vor ein Gericht gebracht. Dort wird ihm einem Anwalt zugeteilt, der zufällig Frito Pandejo ist, der Typ, der Joe zuerst getroffen hat. Frito macht sich über ihn lustig, während alle im Gerichtssaal lachen. Joe trägt seinen Fall vernünftig vor und erklärt, warum er unversehrt ist. Aber die Anwälte und Richter lachen ihn aus. Schließlich erklärt der Richter ihn für schuldig und verurteilt ihn zu einer Gefängnisstrafe. In der Zwischenzeit kommt auch Rita aus der Kapsel und versucht, ihren Manager und Freund Upgrade zu erreichen. Sie hat keinen Erfolg, denn das Telefon verlangt 2000 Dollar, damit sie ihn kontaktieren kann. In diesem Moment wird sie von einem Mann angesprochen, den sie austrickst, um sein Geld zu bekommen. Zur gleichen Zeit wird Joe zu einer automatischen Tätowierstation gebracht, wo die Bürger eine Tätowierung zur Identifizierung erhalten, die sie scannbar macht. Die Maschine fragt ihn nach seinem Namen, aber Joe beginnt zu erklären, dass er sich nicht sicher ist, was vor sich geht. Daraufhin liest die Maschine seinen Namen als nicht sicher und tätowiert ihn auf sein Handgelenk. Dann wird er von einer Eignungs-IQ-Test unterzogen, bei dem ihm Fragen zum einfachen Addition gestellt werden. Joe beantwortet alle Fragen richtig und ist überrascht, dass die Menschen um ihn herum die Formen nicht erkennen können. Daraufhin wird er ins Gefängnis gebracht. Er beginnt endlich zu begreifen, dass alle Menschen in der heutigen Welt dumm sind, und er sagt dem Wärter, dass er heute aus dem Gefängnis kommen soll. Der dumme Wärter lässt ihn gehen, aber die Alarmanlage meldet, dass ein Häftling weggelaufen ist und die Polizei jagt ihn durch die Straßen. Joe kann ihnen irgendwie entkommen und geht wieder zu Fritos Haus. Er glaubt, dass jemand in den letzten 500 Jahren seine Zeitmaschine gebaut hat und bittet Frito um seine Hilfe, um ein solch... Frito willigt ein, Joe zu helfen, aber Joe trickst ihn aus, indem er sagt, dass sie ihm 8 Milliarden Dollar für seine Hilfe geben wird. Schließlich verrät Frito, dass er weiß, wo die Zeitmaschine ist, weil Frito Geld mag. In diesem Moment klopft die Polizei an der Tür und sucht nach Joe. Die beiden fliehen durch das Fenster und fahren zum Museum. Auf dem Weg dorthin treffen sie auch Rita, die immer noch denselben Mann betrügt. Rita steigt ins Auto und macht sich Sorgen, dass Upgrade kommen wird, um das Geld zu holen, das sie ihm schuldet, ohne zu wissen, dass es bereits tot ist. Während der Fahrt scannt etwas außerhalb des Autos Joes Handgelenk und die Polizei wird über seinen Aufenthaltsort informiert. Die Batterie des Wagens ist leer und sie steigen aus, woraufhin sich die Polizei dem Wagen nähert und auf ihn schießt. Bald stoßt eine Reihe von Leuten dazu, die sich vor Aufregung gegenseitig bekämpfen. Joe, Frito und Rita rennen weg, in der Hoffnung, die Zeitmaschine zu erreichen. Joe nimmt die beiden mit zu Costco und geht in das Zentrum des Ladens, das mittlerweile aus vielen weiteren Läden besteht. Er behauptet, dass Costco Jura studiert zu haben. Während sie auf der U-Bahn warten, geht Rita aus der Toilette, da die U-Bahn kommt, und Frito steigt ein, aber Joe wartet auf Rita, nur um vor der Polizei geschnappt zu werden. Diesmal ist er jedoch nicht im Gefängnis, sondern im Weißen Haus. Dort trifft der verwirrte Vaughn auf den Präsidenten Camacho und seine Sekretärin. Camacho macht sich über ihn lustig, indem er sagt, er habe gedacht, dass Joes Kopf größer sei, weil er klug ist. Es stellt sich heraus, dass der IQ-Test, den Joe im Gefängnis gemacht hat, alle überrascht hat, denn er hatte die höchste Punktzahl, die sie je gesehen hatten. Aufgrund seiner Intelligenz ernennt der Präsident Joe zum neuen Innenminister. Zu Joes Überraschung erklären sie ihn auch zum klügsten Mann der Welt. Anschließend gehen alle ins Repräsentantenhaus. Der Präsident verkündet, dass das Problem der Nahrungsmittelknappheit und der Staubabfälle von ihrem neuen Innenminister, Mr. Not Sure, gelöst werden. Er verspricht außerdem, Joes Gefängnisaufenthalt zu begnadigen, wenn er das Problem löst. Danach findet eine Kabinettssitzung statt,
bei der sich Sekretärin Joe auffordert, etwas Kluges zu sagen. Joe sagt ein paar zufällig komplizierte Wörter und lässt sie glauben, dass er tatsächlich klug ist. Dann bittet Joe Frito, eine Karte zu zeichnen, auf der der Standort der Zeitmaschine ausgezeichnet ist. Später führt sie zu einem Feld, auf dem angeblichen Getreide angebaut werden soll. Er bittet sie auch, sie loszuwerden, weil sie ihnen auf der Erde helfen können. Frito übergibt Joe heimlich die Karte, als Rita dort eintrifft. Joe nimmt sie zur Seite und plant, mit der Karte zu fliehen. Doch sein Plan scheitert, als er sieht, dass Fritos Karte nur aus ein paar verschnörkelten Linien besteht. Dann stellt Joe fest, dass die Leute die Pflanzen mit einem Energy Drink Brando bewässert haben. Er beruft eine Kabinettssitzung ein, um Wasser anstelle von Brando zu verwenden. Die Sekretäre halten seine Idee für grässlich, weil Brando Bronze Elektrolyte enthält. Statt mit ihm zu diskutieren, sagt er ihnen einfach, dass er mit den Pflanzen sprechen kann und sie Wasser wollen. Joe weiß nicht, dass der Energy Drink dazu führt hat, dass sich auf dem Boden Salz gebildet hat, da die Pflanzen abtötete und die Staubpest verursacht hat. Er löst also tatsächlich ihre Probleme. Ein paar Tage lang läuft alles nach Plan, aber schon bald sinken die Lagerbestände von Brando wegen der gesunkenen Produktion auf Null. Dadurch wird die Hälfte der Bevölkerung arbeitslos. Sie randalieren vor dem Weißen Haus in der Szene, die auf unheimliche Weise die Dummheit von den Vereinigten Staaten vorwegnimmt. In den Nachrichten wird bekannt gegeben, dass Joe vor Gericht gestellt wird, weil er Menschen arbeitslos gemacht hat und das seine Schuld beweisen soll. Er wird zu einer Nacht in Rehabilitationszentrum verurteilt, in der neuen Welt, in einer Arena von großem Monster-Truck gejagt wird. Während das Publikum dem Truck zujubelt, endet die Rehabilitation meistens mit dem Tod des Verbrechers. Joe wird in die Arena gebracht, während Rita traurig ins Weiße Haus zurückkehrt, bereit, mit Frito in die Zeitmaschine zu steigen. Die Rehabilitierung wird im nationalen Fernsehen ausgestrahlt. Joe wird von seinem riesigen Killer-Truck gejagt, während er in einem kleinen Auto mit einem Dildo auf dem Motorhaube herumläuft. In diesem Moment bemerkt Rita eine Rosenpflanze, die draußen wächst. Sie erkennt, dass Joes Idee, die Pflanzen zu gießen, funktioniert hat und bittet Rita, sie in die Arena zu bringen. Sie pflanzt die Pflanze auf dem Jumbotron, zu zeigen, dass Joes Strafe erlassen wird. Währenddessen versucht Joe immer noch sein Leben vor dem Todestruck zu retten. Rita kommt gleichzeitig dort an und besticht einen Mann, der mit Frito geht und die wachsende Pflanze filmt. Dann geht sie in den Überwachungsraum und übernimmt die Schalltafel. Frito erreicht schließlich das Feld und filmt die Ernte. Der Clip wird auf dem Großbildschirm ausgestrahlt. Als Präsident Camacho dies sieht, rettet er Joe vor dem Tod und begnadigt seine Strafe, woraufhin die Menge ins Jubeln ausbricht. Nun befinden sich alle auf einer Verbindungsparty im Weißen Haus. Rita offenbart, dass sie nicht nach Hause zurückkehren will, weil ihr die Zukunft besser gefällt. Joe ist überrascht, zwingt sie aber nicht, mitzukommen. Die beiden verabschieden sich endgültig, doch bevor Joe geht, ruft ihn der Präsident auf die Bühne und erklärt ihn zum neuen Vizepräsidenten. Alle sehen Joe mit hoffnungsvollen Augen an, sodass er sich bereit erklärt, in 25 zu bleiben. Dann nennt eine Person die Zeitmaschine sowie eine blöde Fahrt. Frito bringt den verwirrten Joe zu der Maschine und schließlich stellt sich heraus, dass die Zeitmaschine eigentlich nur ein Kinderfahrgestell ist. Ein paar Monate später wird Joe zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt und Rita wird seine Frau und First Lady. Unter seiner Führung ist eine neue Ära angebrochen und die Menschen hoffen, dass die Maschine wieder intelligent wird. Er hat sogar drei Kinder mit Rita, von denen es heißt, sie seien die klügsten Kinder der Welt. Abonniere jetzt den Kanal, um in 2505 der klügste Mensch zu sein. Das war's mit dem heutigen Video und hier links findet ihr direkt ein anderes Video, was gut zu euch passt. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.